Hi, ich bin's, David, der Doktorand. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mir eine kleine Lookup-Engine gebaut habe, mit der ich in meinem Zotero nachschauen kann, ob eine Quelle, die ich in meiner Bibliothek habe, auch hier am KIT, in der KIT-Bibliothek online verfügbar ist, sodass ich den Volltext als PDF meinem Eintrag hinzufügen kann. Ihr kennt das vielleicht, oder jeder kennt das, der als mal Hausarbeiten von Studierenden bekommt. Da werden Quellen genannt, die man selber gar nicht kennt, in die man aber unbedingt mal reinschauen will. Und in meinem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als die Quelle per Copy and Paste erstmal über die Suchmaschine meiner Wahl zu finden. In dem Fall war das ein Buch über interaktive Infografiken. Und dann suche ich mir bei einem einschlägigen Buchhändler zum Beispiel die ISBN dieses Werkes. Und die kann ich mit Copy and Paste über das Zauberstab-Tool hier in mein Zotero einbinden. Das ist so der gewöhnliche Weg. Dann habe ich aber erstmal nur die rudimentären literarischen Angaben drin und noch lange keinen Volltext. Und genau hier kommt die Lookup-Engine ins Spiel. Die verbirgt sich hinter diesem kleinen grünen Pfeil. Dort kann ich nämlich dann schauen, ob das im KIT-Katalog Plus verfügbar ist. Mit einem Klick öffnet sich dann der KIT-Katalog direkt mit der Suche und dieses kleine E deutet mir an, dass es dieses Buch tatsächlich als elektronische Ressource zum Download gibt, sofern ich im KIT-Netz bin oder irgendwie anders Zugriff habe. Von da kann ich mir dann dieses PDF herunterladen, kann das auf meinem Computer speichern und mit wenigen Klicks auch tatsächlich meiner Zotero-Bibliothek hinzufügen. Das bedeutet, auf diese Art und Weise habe ich relativ schnell einen Volltext in meiner Bibliothek, auf den ich zugreifen kann, indem ich Annotationen machen kann, den ich digital lesen kann, sodass ich also diese Hausarbeit am Ende besser bewerten kann. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert diese Lookup-Engine und warum gebe ich eigentlich nicht gleich die ISBN in den KIT-Katalog ein? Das könnte ich natürlich machen, aber diese Lookup-Engine kann noch viel mehr. Denn sie funktioniert auch für alle anderen Einträge in meiner Zotero-Bibliothek, sodass ich zum Beispiel schauen kann, ob es diesen Eintrag auch in der KIT-Bibliothek gibt. Auch hier wieder Klick auf die Lookup-Engine und es öffnet sich die Suche. Der Vorteil ist, ich finde nicht nur das Buch, das es jetzt in dem Fall gar nicht gibt in der KIT-Bibliothek oder zumindest mit den Suchparametern nicht gefunden wird, aber ich finde auch, und das ist der große Mehrwert, den ich darin sehe, weitere Literatur über die Volltextsuche in unserem Katalog, sodass ich andere Texte, wie zum Beispiel diesen Artikel, finde, die offensichtlich Bezug auf das von mir gesuchte Werk nehmen. Ja, auch das kann natürlich für Recherchezwecke genutzt werden und ist also, finde ich, eine ganz schöne Sache. Diese Lookup-Engine habe ich mir selbst zusammengebastelt mit der Hilfe der KIT-Bibliothek. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Kollegen dort. Und die Lookup-Engines in Zotero sind nichts weiter als einige Zeilen Code, die ihr ganz einfach editieren könnt. Dazu müsst ihr in den Ordner eurer Zotero-Bibliothek und dort im Ordner Locate die engines.json-Datei finden. Die könnt ihr einfach mit einem Texteditor eurer Wahl öffnen. Und das ist der Code, den stelle ich auch auf meiner Webseite zur Verfügung, den ihr dort eingeben müsst, dass ihr diese Lookup-Engine so einrichtet, wie ich sie habe. Ich gehe das einfach mal kurz durch, was da drin ist. Letzten Endes ist das hier zuerst einfach nur der Name und das Alias dieser Lookup-Engine, also wie sie im Menü auftaucht. Auch das Icon ziehe ich mir einfach von der KIT-Webseite, dass das dargestellt wird, dann sieht das Ganze ein bisschen hübscher aus. Und jetzt wird es spannend, nämlich diese URL-Template. Das ist letzten Endes eine URL der KIT-Bibliothek mit der Suchanfrage in die URL kodiert. Und diese Template-Variablen, die zieht sich Zotero oder diese Engine aus den bibliografischen Angaben, die ich für mein Werk definiert habe. Und hier hinten kann ich dann noch definieren, dass es im KIT-Katalog Plus gesucht wird und ganz wichtig, dass nach Datum sortiert ist, sodass also die aktuellsten Einträge an erster Stelle erscheinen. Das ist ja auch immer ganz gut, dass man einfach auf dem aktuellen Stand bleibt. Danach gibt es noch ein paar Parameter, von denen ich keine Ahnung habe, was genau sie bewirken, weil ich einfach kein Programmierer bin und tatsächlich diese Lookup-Engines in der Zotero-Community auch eher schlecht als recht dokumentiert sind. Zotero ist ja aber bekanntermaßen ein Open-Source-Projekt. Das heißt, wenn sich hier draußen jemand findet, der gerne programmiert, der ein bisschen Ahnung hat und der dieses Ding gerne weiterentwickeln will, der darf das gerne tun. Ansonsten könnt ihr es gerne so verwenden, wie ich es verwende. Es funktioniert. Es funktioniert nicht immer ganz gut, aber für meine Zwecke auf jeden Fall ausreichend, sodass ich einige Literatur in der KIT-Bibliothek finden kann, die mir weiterhilft.
Ich hoffe, dass das für einige von euch hilfreich ist, dass ihr das vielleicht auch nutzt. Wie gesagt, wenn ihr das weiterentwickeln wollt oder weitere Fragen dazu habt, kommt gerne auf mich zu, schreibt mir eine Mail, folgt mir auf Twitter, schreibt mir dort. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback jedweder Art und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao.